Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Und was sehen meine zwei Äugelchen da? Da will jemand mit mir angeln gehen. Und ich glaube, das ist der ehemalige O'Driscoll. Da schließen wir uns ja auf jeden Fall an. Na, wie geht's dir? Ich würde gern ein paar nette Angelspots kennenlernen. Yes. We're running off to Como O'Driscoll. Of course not. I was joking. Guter Scherz. That's very funny. Ja, ich bin eine Scherzkanone. I saved your life and now you torture me. Ho ho. Shut up. Do you want to go fishing with me? I found an interesting spot. We'll do well. I'm not a great fisherman. But I doch am. Bin ich. I'll teach you something. We come? Sure. Sehr gut. Ach, ich mach right, gern Ausflüge mit den Bandenmitgliedern. Warum haben die alle coole Pferde? Gut, ich hab's mitunter das beste Pferd. Außer der schwarze Araber, okay, der ist noch mal ein bisschen besser. Und die sehen alle so interessant aus, manche von denen. Na gut, nach dir. Ja. Kann sich auch wieder erinnern. Because I saved your life, Arthur. You keep saying that. But I save your life every day I don't kill you. Das ist eine unfehlbare Logik. Even on that front. Come on, you don't mean that. You better believe I mean it. Now, where's this spot? Mein Pferd kann mir. Not much further. Das ist nicht sehr weit weg vom Camp. Ich glaube, der führt uns zu einem Spot, wo wir einen legendären Fisch fangen könnten, wenn wir die richtigen Köder dabei haben. Ich glaube, die Lake-Köder, die wir haben, soll schon ganz in Ordnung sein. Und dann kriegen wir auch, glaube ich, die Karte und sehen, wo legendäre Fische drin sind. Zumindest, wo die großen Dinger da sind. Oh nein, doch nicht neben mir. Oh, das sieht schon mal gut aus. Ich ja alles voll. Was brauche ich für einen Köder? Seeköder. Brötchen, Mais. Ja. Ist er dran? Seeing lots of bluegill and bass over here. Bait with worms or crickets if you got it. Nee, Crickets konnte ich mir noch nicht leisten. Oh je, jetzt sind unsere Angeln vertütert. Haben über Kreuz geworfen. So weit war unsere Beziehung eigentlich noch nicht. Ich zieh gerade meine Angel ein. You getting many bites there, O'Driscoll? I ain't an O'Driscoll. I told you fellas 100 times. Das stimmt. I'd only been with them a couple months. Nicht auf meinen Köder. I was just a runner, helping out with the horses mainly. Bottom rung of the ladder. And to think that was the high point. Das dachte ich auch nicht. Diese Würmer. Your career. Calm goes through men like cigars. They ain't like you folks. You barely knew my name. I'm more Kieran Vanderlyn than Kieran O'Driscoll at this point. Honest to God. Mostly I'm Kieran Duffy. I hate to break it to you, but I ain't sure Kieran Vanderlyn is gonna stick. Ja, das glaube ich auch nicht. Wieso ist meine Angel denn immer nicht am richtigen Spot? Doch, jetzt so langsam. Aha. Er wird aber kein großer Brummer sein. Er fühlt sich nicht groß an. Oh je. Ein mickriger Fisch. Keep it coming, but carefully. Ja. Ich kenne mich mit Angeln im Spiel aus. Selbst in Stardew Valley. Na, da hole ich mir immer einen wunden Finger. Zumindest bis ich es wieder ein paar Level in Fishing gelevelt habe beim neuen Spiel. Dann wird es hier immer leichter. Außer bei den schwierigeren Fischen. Es ist kompliziert. Komm her, du Fisch. Boah, du bist ja ein ganz kleiner. Good catch, Arthur. Doch nicht so klein. Geht ja. Schwarzbarsch. Behalte ich. 2 Kilo. Das war nicht so schlimm.
Wieso hast du deine Angel eigentlich so weit draußen? Ohne Köder läuft nichts. Wo ist denn mein Wurm? Der eine ist im Fisch verschwunden. Nein. Ich will nur nicht so weit raus. Hier am Ufer sind dort die ganzen Fische. Hier muss ich so weit einholen und rauswerfen. So, you think Dutch trusts me now? That's a good one. What? Not in the slightest, my friend. I can't win. I promised loyalty, he says, but you wasn't loyal to Colm. If I say I ain't got no allegiance to nobody, he says, how do I know you won't turn on us then? I don't know what you want to hear. I'm trying hard to feel sorry for you, but somehow I just can't manage to. Schon fischies. What in the world? Arthur, are you seeing this? The feather's naked as a jaybird. Is Ball. That why you like this spot? My hey, watch the line! There's somebody needs to go to confession. I nearly gulped down a minnow. Sorry, fellas. Didn't see you there. Why don't you take a break? Come on in. Och. The water's wonderful. Lieber nicht. Lieber nicht. You here we for hope some fishing? To. You haven't scared them all away, have you? Oh, just so you fellas know, there's some real big ones over that way. Like this. Okay, das war beeindruckend. Well, I better keep the blood pumping. Hope you gents catch something. Yeah? Dankeschön. Maybe we'll take a look. Thanks. I know where that is. Come on, let's go. Well, take care. Dann ziehe ich mal mein Würmchen ein, bevor wir den Sein an der Route haben. Come on, let's go. Hey, ja. So, auf zum legendären Fisch, falls er denn beißt. Der hat ihr alle in der Gegend verscheucht. Alright, girl. Nein, Baum. Bäumen muss man ausweichen. Das lernt man meistens auf die harte Tour. Ein wunderschöner See, den ich sehe. I think this is the place that naked feller was talking about. Möglich. Möglich. Der war riesig. Das war. Did you see that amazing bluegill? Sure. Ah. That got you real excited, huh? Come on, Arthur, let's walk down to the beach. Natürlich, natürlich. I hope we land this monster. Vorsicht, Arthur. Uh-huh. Ich habe meinen Steil verloren. Guess we'll see. Da ist eine Seeschlange mal wieder. Aufenthaltsort eines legendären Fisches. Was will er denn? Mittleren und großen Seefische. Ja, doch einen speziellen Köder. Ja, ich versuch's. So who taught you how to fish? My pappy, mostly. I lost my mammy and pappy when I was young. Verschwinde, du Schlange. Your mammy? Like I said, I was real young. After that, I was on my own pretty much, but I knew horses and fishing. Well, just space, think space, now, space, space. Never be alone again. Ja, ich hab was. You got it. That has got to be the one, right? It might be. Putting up one hell of a fight. Bin mir nicht sicher. Der wirkt ziemlich träge. Ich glaube, das ist er nicht. Schlange, das ist mein Fisch. Vielleicht ist er doch größer. Zumindest schlägt er hohe Wellen. Und fühlt sich ziemlich fett an. Komm schon. Fischi, Fischi, Fisch. Ich wünschte, man könnte die UI hier ausschalten. Hey, da kommt jemand mit dem Boot. Will der mir zu meinem legendären Fisch gleich die Glückwünsche ausrichten. Na komm, jetzt habe ich dich aber. Sieht aber nicht sehr legendär aus im Moment. Komm her. Nope, not the big one. Let's keep trying.
Nee, aber auch nicht schlecht. Er kommt in meine Hose. Komm schon. Auf die Schlange. Ich wünsche wirklich, man könnte die UI hier ausschalten. Kann man vielleicht auch. Braucht beim Angeln nicht immer dasselbe lesen. I'm still a prisoner, Arthur. I can't step outside camp by myself for a second without being terrified one of Combs' boys gonna come pick me up. Ja, I'm in camp, I got Bill and Sadie whispering in my ear all the time. They're gonna kill me in my sleep. It's like living in a nightmare. Und das ist echt nicht schön. If I'd known you were gonna moan this much, I'd have never said yes to this. Sind wir mal wieder arschig drauf. Ich glaube, das ist er. Ja. Ich glaube, das ist ein großer. Oder auch nicht. Der hat aber ordentlich runtergezogen. Mein ganzer PC hat kurz geleckt. Naja, aber kämpft auch eher mäßig. Und im Wasser sieht er jetzt noch nicht so beeindruckend aus. Ah, diese ganze Lichtbrechungsgeschichte ist auch nicht einfach. Komm schon, komm zu Papa. Ja, zu klein. Zu lütt. No, that's not it. Nee. Ah, trotzdem nicht hier. Schöner Angelspot. So, der war auch bei 2,1 Kilo. Jetzt will ich aber einen fetten. Richtig fettes Biest. Also praktisch mich nur in Fischform. Ja, das wäre eher ein Wild. Und das wäre nicht mit dieser Angel stemmbar. Ja, das glaube ich auch. See if the stores around here sell anything better. I think I'm gonna head back to camp, Arthur, if that's okay. Sure. Go on, I'll see you later. Danke, Kirian. Kirian. Kirian? Keine Ahnung. Okay, das wird dann nicht sein. Nee. Der kämpft ja gar nicht. Kann ich die nicht mit meinem Gewehr erschießen und dann einfach einsammeln? Ja, aber jetzt haben wir zumindest bessere Köder freigeschalten. Ich glaube, den hole ich noch rein und die nächsten auch. Und dann können wir auch mal wieder ein bisschen Fisch... Da ist er! Da war er! Das heißt, er ist definitiv nicht an der Angel. Ah, wir kriegen ihn. Aber zuerst mal müssen wir hier den Ungewollten. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Brauchst dich gar nicht so anstellen. Bin mehr an deinem Freund interessiert. Aber. Vielleicht schwerer als die anderen. 2,27 Kilo. Das ist schon mal ein ordentlicher Brummer. Komm schon. Ja. Letzter Versuch. Ist gerade die perfekte Lichtstimmung eigentlich zum Angeln. Und dann machen wir uns mal auf Hauptmissionen oder Ködersuche. Ah, sollte ja klappen. Ich bin ganz positiver Dinge. Komm schon, Spiel. Das ist auch nicht. Das ist er höchstwahrscheinlich auch nicht. Ich dachte, mein J-Köder war eigentlich gar nicht so schlecht. Ganz ruhig, Kollege. Wieso bist du noch so weit draußen? Ich wünschte, der Arthur könnte ein bisschen schneller... wickeln. Kurbeln. Ey, ja, ich habe es noch nie geschafft in dem Spiel, dass mir die Schnur reißt. Ich weiß gar nicht, was man dafür machen muss. Ich stelle mich hier nicht besonders gut an. Schon. Er sieht zwar ein bisschen größer aus, aber das kann nicht der Gute sein. Nee. Zu klein. Ah, schön sieht er aus. Schwarzbarsch. So, ich habe gelogen. Einen mache ich noch. Gerade sind so viele Fische da. Und da ist ein Regenbogen. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Gibt ja keine Sonne mehr so wirklich. Naja,
Sieht sehr schön aus. Fische spielen verrückt wie sonst was. Hat man natürlich. Ist der nicht direkt vor uns, der Legendäre? Das ist doch der direkt vor uns. Da ist er doch. So, der geht irgendwie den Weg. Das ist er doch. So riesig kann nur der sein. Komm schon. Dann kriegt man ihn jetzt. Angel vor ihn geworfen. Leckerer geht's ja nicht. Weich an. Boah, der Nebel ist echt gruselig. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, das ist aber versprochen, der letzte, den wir rausholen. Dann macht man was Sinnvolles. Obwohl, so eine entspannte Angelfolge ist ja auch ganz nett. Ja, das ist ein großer. Das ist ein großer. Interessant, dass der einfach so vor uns geschwommen ist. An der Oberfläche. Der wehrt sich auch richtig heftig. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem. Und dann ist es so ein 0,5 Kilo Forellenbarsch wieder. Und dann habe ich gar keine Ahnung mehr vom Spiel. Aber ich irre mich nach vorne. Boah, komm schon. Wünsche, man könnte auch seine Angelroute verbessern oder anmalen oder sonstiges. Komm schon. Ja, ja, nicht so zappeln. Papa will dich fangen und ausstopfen. Der sieht doch noch ein bisschen klein aus vielleicht. Das ist er nicht. 2,66 Kilo. Ach, scheiße. Ich hab's versucht, es hat nicht geklappt. Aber ich hab zumindest geglaubt, dass der letzte das jetzt wirklich ist. Habe ich beim ersten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, tatsächlich an der Stelle hier sofort rausgezogen nach 2-3 Versuchen. Dachte, es klappt heute wieder. Anscheinend ja nicht, anscheinend ja nicht. Okay, Girl. So, hier ist M.O. Wer ist das? M.O. Michael Oliver. Molly O'Shea. Wie Shea. Dann fragt man mal, was sie will. Vielleicht warten wir auch noch mal bis zum Morgen. Packen uns ein bisschen hin. Einmal durch die Pferde- und Arthur-Reinigungsstation hier vorm Camp. Ach, wunderbar. Ist doch schön, so richtig durchnässt zu werden in den Kleidern. Gibt kein angenehmeres Gefühl. Vor allem, wenn es noch Leder ist, dann wird es richtig dankbar sein, dass man das gemacht hat. Here we go. Gut, das Pferd trocknet zumindest wieder. Keine Munition mehr, das finde ich aber schade. Gerne, wenn es heller ist. Aber was wollt. Schlaf mal halt danach. Ja, Molly, was gibt's? Was gibt's? Yes, Miss O'Shea. Ah, call me Molly, would you? Gott, warum nicht? Mach ich die ganze Zeit schon. How is Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same as usual, I guess. I really love him, you know. Ist schön für ihn. Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money. Hey, while Molly wollte reden. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so, but you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said... Hey, I'll do it. As long as you ride with us. Well, I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. Now, you boys should do this. It's easy. And I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine. I'll do it.
Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here where there's an old ruined church before it connects with the rest of the wagon train. Hey, an der Kirche war mal schon. Easy picking. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. Ich weigere mich nicht vor der Arbeit. Ich drück mich davon nicht. Ich wollte doch mit Molly reden. Die hat bestimmt Probleme. Wer geht hier angeln? Unglaublich. Finding the nearest grog house. Hey, you don't want in on this, Williamson? That's fine by me. Do us all a favor. Head home. Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellas were knee-high to a grasshopper. Once a decade, maybe. So what is it you've scoped here exactly? Well, I told you. There's a wagon with a lockbox passes through every week. They switch outriders just north of here, but the front wagon's by itself for a stretch before the last run down in the roads. Klingt gut. Okay, der mit meinem Geld. Wieso muss ich es doch vier teilen? They'll be passing through the crossroads up ahead. Ist es so gut so nah am Camp? When? Soon, Williamson. Christ's sake. Mensch, und ich wollte doch meine andere Maske. I should... Komm schon. Do any time now. Aha. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. There! You see, gentlemen? Just like clockwork. Sehr gut und schön, dass es wieder hell wird. Und Lancaster und Springfield. Oh. Darf nicht schießen. Upsi. Kontrollpunkt neu starten. Dass ich das schon wieder versaut habe. Obwohl es nicht mal losgegangen ist. Ah, jetzt ist schön hell. Hat sich gelohnt. Ich bin so gut versteckt. Unter meinem Kartoffelsack. Ja, gefällt mir. Sicher, dass der Geld drin hat? Ja, das würde ich auch sagen. Ich muss mal wieder meine Waffen rauswaffeln. Rolling Block. Ach, Visier ist halt immer so eine Sache. Gut. I work for Cornwall Kerosene and Tar. Uh-oh. Mr. Leviticus Cornwall. Oh, great. So you know him? Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too much. Oh, he'll miss it. Okay, why don't you check out around the back? Arthur, help me out here. Sag doch nicht meinen Namen. Ich dachte, wir haben uns Codenamen verlegt. Muss ich auch den Wagen ausschrauben? Ja, bin da. Na ja, komm schon. Viel Lohn. Hoffentlich viel Lohn. Oh. Für mich? 1000 für mich, nicht für euch. Mich nicht, ich bin versteckt. Let's go! Arthur, let's go! Yeah! Sag doch nicht dauernd meinen Namen! Oh! Oh. Ich hab was für dich. Hui! Ride, fellas! Come on! Ja! Glaub nicht, dass ich getroffen hab. Der hat getroffen. Jetzt ist mir leider das Dynamit ausgegangen. Mach ich. Versperr den Weg. Ihr seid Tote. Ah. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe gut getroffen. Ja.
down! Aha. Go! Get rid of them! Wollen wir uns nicht aufteilen? Aufteilen! You can move fast when you have to, can't you? Just shut up, Williamson! Come on, Arthur! Schon beeindruckend, dass Ankel so ziemlich der schnellste von uns gerade ist. Nun genau, auf einem guten Pferd. Natürlich, er hat die meisten getötet. Beziehungsweise das Dynamit war's. Wie wär's, wenn wir einfach weiterreiten? Ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht. Get out of here. Auf dein Pferdearsch! Alright. Let's get out of sight. Stay until dark. And then we'll sneak out of here. Ich wär noch weitergeritten. Well, we get some rest. Ja, das war anstrengend. So viel Dynamit heben. Ich glaube, mein Schnarchen lockt die trotzdem noch an. Let's try and get out of here. Hey, shit! Absolutely. Shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light over by the house. Damn! I hate it, now let's just keep this calm. See what happens. Is this your place? Kinda. And you didn't hear nothing? Why don't you just tell me, partner, what you heard? Nein, sag's ihm nicht. Tell me what you heard. I don't... Maybe I heard some noises out by the barn a while ago. Oh je. Better not be. Mensch, die sind hier aber am Investigieren. Was soll denn das? Lo, go check out the barn. Ein Glück sind wir nicht in der Scheune. Oh Mist. Hier sind es doch. Ja, machen wir schöne Lampen. Und anscheinend keine Angst, jetzt erschossen zu werden. Das halte ich für ziemlich unrealistisch. Mit Pfeil und Bogen wird es schnell erledigt. Gut, die Lampen würden uns dann verraten. Sure. You head inside, I'll go around the back. Hi, Mister. Ich schaue ja gerade noch durch so ein Brettloch, aber... Place looks empty to me. Bleib stehen, Arthur. The old guy there is full of crap. I don't think they're here. Don't see any horses. Come on, let's head back. Boss! Place is empty! Wer hat was umgeworfen? Looks like we're shooting our way out of here, fellas. Boah, sieht das brennt. Ich sehe nichts. Ich treffe nichts. Hab was getroffen. We got more of the bastards on this side. Ihr werdet den Schuldigen sein. Seid ihr denn? Entschuldigung, Pferd. Schon mal ein Auto, das sie nicht benutzen können, um uns zu verfolgen. Deswegen will ich ungern meinen Feind. Und mein Freund auch nicht, wenn die in meinen Schusshagel laufen. Onkel, schieß mal mehr. Nö, ich sicher nicht. Jo. Wo seid ihr denn? Andere Richtung. Halte die Schnauze. Okay, der hält sie schon mal. Der nicht. Der nicht. Nachladen. Ah, jetzt hat mir jemand den Kiel gestohlen. Oh shit! Fire! The oil from that lantern! Damn it! They're coming in from the front! Nein, nicht die Front. We got more on this side! Wie viele Leute hat er denn?
Das, was wir ihm gerade an Lohn ersparen, ist, glaube ich, mehr als 1000 Dollar. Zumindest den Monat muss er die nicht bezahlen. Seid ihr denn? Wollen wir hier nicht raus? Würde ich aber auch behaupten. Wo ist denn der? Au! Au, 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 au. Raus hier! Du bleibst hier! Du auch! Komm raus hier! Na, ja, klingt gut. Haut ab, Jungs! Ich sag doch, wir hätten weiterreiten sollen. Nicht nur gefühlte 500 Meter vom Ort des Verbrechens. Hey, da ist nochmal ein Regenbogen. Entweder das liegt am Reshade oder das Spiel macht gerade sehr. Achso, ist ja. Nee, Pride Month ist vorbei. Wäre trotzdem cool, so als Zeichen. Für Diversität. Ja, wäre ich ein Fan von. Wenn sie sowas reinpatchen. Mehr Regenbögen im Spiel. Hi, Onkel. Das ist ziemlich dämlich, von denen mit Laternen zu gehen. You take the left and I'll take the right, okay? You're right on my right. Leise kann ich. You see anything? Not yet. Komm schon dort vorbei. Leise! Oh oh. Unsere Kumpel sind in Gefahr. Ich muss kurz looten. Onkel, du hilfst ihm. Jo, was hat denn der Plünderer dabei? Ich bin der Plünderer. Der Pinkerton oder was das ist? Ne, Pinkerton sind es auch nicht. Cornwalls Männer halt. Ah, juchende Aufregung. Dabei wollte ich doch nur angeln. War doch ein Feind, oder? Ja, auch ein Feind. Unsere Jungs haben so schöne Anzüge. Jungs, wo seid ihr? You're done. Ihr seid fertig. Mensch, der hat viele Männer. Und so viel Detail habe ich noch nicht mal getroffen. Ungefähr getroffen. Entschuldigung. Ich bin hier aber nicht den Unterschied zwischen freundlichem Pferd und feindlichem Pferd. So. We got some money, didn't we? Sure, but now we got Cornwall on our backs. It was an honest mistake. I'll leave it, go on, get out of here. Every man split up, go on, run quick. Good luck, gents. Stay quiet and move. Leise sein und bewegen. Papa lootet. Ah je, yeah. Auch nur Bronze. Ein Glück habe ich keine Gold-Challenge gemacht. Obwohl ich ganz gut bin im Gold-Ausschrauben. Das ist die Hauptsache in dem Spiel. Mir doch egal, wie viel Headshot-Wahrscheinlichkeit ich habe. Echten Zeuge? Muss das sein? Kein Zeuge mehr. Kein Zeuge mehr. Jo, das haben wir einmal. Oh, noch ein Zeuge. Ganz schön viel berittene Strecke hier. Ah, scheiße. Wer hat das Verbrechen jetzt auf einmal gemeldet? Also das liegt daran, weil hier so viel explodiert ist um uns rum. Scheiße. Jesus, what the hell was this? Nix. Müsst ihr jetzt alle auftauchen?
Tja, so geht man mit Zeugen um, wenn man der Bösewicht ist. Jetzt aber weg hier. Ich will nicht schon wieder ein Kopfgeld kriegen. Ah, scheiße, falsche Richtung. Mensch, hab ich ein Händchen dafür, in die richtige Richtung loszulaufen. Naja, gibt bestimmt kein Kopfgeld. Oh, wieder so. Ich wollte doch nur angeln gehen. Wieder alles über den Haufen geschossen. Ja. Ich reite schnurstrack aufs Camp zu. Gut gemacht, Arthur. Super. Wir sind gut für unsere Leute. Das gefällt mir. Ich habe mich gerade noch umentschieden, wo ich hinreite, aber... ja, ideal ist anders. Aber hey, kein Kopfgeld. Yay, alles gut gemacht. Nur die wertvollen Zeugen erschossen. Ich hätte ja auch einschüchtern können, aber das ging alles so schnell. Ich wollte looten. Was haben wir denn hier? Ach, legendäres Tier. Was für ein legendäres Tier? Kojote. Ah, na gut. Gehen wir halt noch auf Kojotenjagd. Warum denn nicht? Oh, der hat da Häufchen hingemacht. So findet man legendäre Tiere. Einfach im Häufchen nachschauen. Da ist das nächste. Ein bisschen schneller. So. Und Überreste von der Forelle. Nee, Fell. Da ist er doch, oder? Scheiße, ich habe keine Sniper. Komm her. Ich glaube, da hinten steht er einfach. Ach, oh, so ein Kojote. So, Fährte ist noch aktiv. Pferd, ich brauche meine gescheite Waffe. Ja, Rolling Block. Könnte schwören, ich habe ihn da hinten gesehen. Rennen ist... da ist er! Da ist noch einer. Das sind einige. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wer der Legendäre davon ist. Der da? Kann man zumindest untersuchen. Nee, der definitiv nicht. Aber den hat man anscheinend noch nicht. Das ist er nicht. Na komm schon, ich suche euren Papa. Ich will nur mit ihm reden. Ich glaube, mein Pferd trippelt hinter mir her. Legendärer Kojote, ist er tot? Hallo? Ich weiß nicht recht, was ich da sehe. War. Denke ich mal. Nee, das ist er. Ah, scheiße. Was ist denn hier überhaupt los? Wir haben normalen Kojoten erschossen. Was bist du hier für ein Vieh? Ein Kadaver. Sieht aus wie ein Bär. Okay. Where are you? Weggelaufen. Da hinten gibt es größere Tiere. Sagt er und zielt auf den Waschbär. Nee, ich meinte hier Weißwedelhirsche. Okay, interessant. Aber da ist die nächste Spur. Gehen wir mal zur nächsten Spur. Wie groß ist denn das Teil? Ich lade mal nach. Ein Rippengehege. Ein Ribcage. Arthur. Knochen. Saurierknochen. Sehr gut. Da wird sich die Madame richtig freuen von der Universität. Oder eben nicht von der Universität.
So, ich dachte, ich hätte schon mehr Knochen gefunden. Dann war das aber nicht der legendäre Coyote. Wo ist er hin? Ist die Frage. Hier oben hin? Oder geht er in die andere Richtung? Nee, ist eigentlich schon in Blinkrichtung. Und hier verliert sich's. Mist, und was liegt da? Was haben die hier immer angestellt mit den Bären, Ködern, Leichen, was auch immer? Was bist du? Nicht mehr folgen. Ein Schaf, das auch noch verwest ist. Die Pflanzen kennen wir noch nicht. Was bist du denn für eine Blume? Ich glaube, ich lege gleich meinen Raubtierköder raus. Seidenpflanze. Ich dachte, die kommt, meine Seide kommt aus dem Arsch von Spinnen. Nee, Raupen. Sieht das da hinten nach einem legendären Kojoten aus? Weißwiedelhirsch, Weißwiedelhirsch. Waschbär. Eselhase. Was für ein Esel. Also da geht die Spur definitiv noch lang. Er verliert sich halt... Ah, da hinten ist er auch. Gerade noch so gesehen. Glaube ich. Was hat das? Ja. Ah, Scheißdreck. Komm mit, Pferd. Getroffen habe ich ihn. So legendär sah der jetzt auch nicht aus. Ja, doch, ist er anscheinend. Nein, nicht leiden. Wo ist dein Kopf? Ja, ich hoffe, das war dein Kopf. Aber er muss nicht mehr leiden. Deswegen mag ich es nicht, Tiere nur anzuschießen. Wenn, dann sollte man sie gleich töten. Einfach. Ist hart, aber herzlicher. Ein Reichszahn und ein Fell. Aber sehr schön. Auf den Pferdearsch damit. Ich glaube, Kojotenfleisch schmeckt ähnlich wie Wollfleisch total scheiße. Ah, das bringen wir jetzt ins Camp. Sollen die halt das in einen Topf tun? Wäre Verschwendung. Armes Tier. Weiß jetzt nicht, warum der legendär war. Vielleicht, weil er so schnell war. So. Und können wir hier noch was machen bei diesem alten Schuppen? Vielleicht ist da ja noch Loot oder eine Zigarettenkarte. Er weiß das schon so genau. Da ist nix. Bin ich hier überhaupt rein? Da gibt es eine Leiter, da gibt es eine Kiste. So lange muss der Kojote sich jetzt noch gedulden. Ich glaube, seine Zeit ist eh schon abgelaufen. Da macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr. Eine Schatulle. Hoffentlich mit dem Schätzchen drin. Zigarren. Ah, wieder das Problem, dass ich in meiner Freizeit eigentlich nicht rauche. Premium-Zigaretten. Muss das einfach mehr verbrauchen. So, nicht genießen. Schmeckt eh scheiße. Rauch's auf und dann... Ja, mach was für deine Ausdauer, würde ich mal sagen. Zigaretten, Zigarre. Boah, jetzt ist die Ausdauer im Arsch. Geht nämlich voll auf die Lunge. Da müssen wir mit Kidneybohnen ausgleichen. Und noch eine Zigarre. Zigarre und Kidneybohnen. Da wird sich später bestimmt als schlechte Entscheidung rausstellen. Weiß gar nicht. Ich hätte die Zigarren verkaufen sollen, aber ich weiß gar nicht, ob ich das kann. So. Egal. Zwei brandneue Zigarren für Papa. Ein Münzbecher. Ein Kautabak. Kautabak. Ja. Lecker Kautabak. Irgendwas für die Ausdauer.
Magenbitter. Hat das jetzt nichts gebracht? Bin verwirrt. Egal, her damit. Ah, vielleicht können wir einfach durch die Tür, bevor wir oben raufgehen. Die Tür sagt nein. Was sagt die Leiter? Weiß nicht, ob die überhaupt gesprächig ist, aber... merkwürdig. Okay. Ich weiß gar nicht, dass es so ein Assassin's Creed-Neuaufleger hier ist in Red Dead Redemption. Spring, du Esel. Kann man hier was drehen? Kurbeln? Kordeln? Komm ich an, Arthur, streng dich an. Da oben ist vielleicht doch noch was in diesem Fensterchen. Ansonsten wüsste ich jetzt nichts. Weiß gar nicht, wo der ganze Goldloot hier verschwunden ist. Ich brauche Loot. So, was haben wir hier? Baldrian. Baldrium. Nee, Baldrian. Ein Beruhigungsmittel. Für die Nerven. Okay. Mehr wüsste ich nicht. Der will sich ja den Ort nicht mal aufzeichnen. Oh, und einmal Absturz. Ging nur ein bisschen auf die Kniescheiben. Na gut, ab zum Camp. Ein Suppenkojoten haben wir dabei. Und dann haben wir wieder ein legendäres Tier weniger in der Welt. Ist das nicht furchtbar? Ich töte ja nur für Trophäen und Fell. Ich brauche ja deren Fleisch nicht. Obwohl, bei den Raubtieren kann ich mich hier zumindest rausreden, dass ich das zum Wohle aller tue. Und das mache ich ja auch. Selbstverständlich. Nicht nur zu meinem eigenen Wohle. Da ist eine Kutsche. Warum ist da eine Kutsche? Will jemand überfallen werden? Oh, ich glaube dieser Gentleman nicht. Schade. Wirklich, wirklich schade. Da will jemand überfallen werden. Both of you get your hands up. Now. Alles gut bei euch? Hi Jungs. Ihr wart aber nicht nett. Zu euren Kollegen. Nein, nein, nein. Glaubt nicht, dass ihr irgendwas macht. Jo, die haben sich alle gegenseitig ausgeschalten. Soll ich zum Wagenhealer damit gehen? Klingt das was? Das machen wir auch noch. Ja, kein Problem. Vielleicht ist da was Besonderes drin. Ja. Ich mag, wie sehr ihr in Campnähe hier alles versauen. Das ist ja nicht meine Schuld. Könnten ja eigentlich das Schloss hier noch aufschießen. Wüsste ich gerade nicht. Auf zum Wagenhealer. Ist ja auch nicht ewig entfernt. Wünschte dann, dass ich nicht mit Schrot geschossen hätte. So. Yeah. Ja, ist er. Ja, ist er doch. Und folgt mir, mein Hottehü. Ja, komm mal da durch. Annähernd ungestraft, wunderbar. Bin gespannt, was die Belohnung da ist. Was ist denn da los vor uns? Ach, das sind die Pferde von denen, die ich gerade erschossen habe. Oder von ihren Freunden, die sie selbst erschossen haben. Scheiß Mittelspurschleicher, mach doch mal Platz oder fahr rechts ran. Weiß, die Episode geht schon ein bisschen länger als normal, aber der Wagen wird respawnen, wenn ich jetzt dann speichere und schlafen gehe. Deswegen macht man das auf jeden Fall auch noch. Hab ich selten erlebt, dass man einen Wagen abgeben kann. Also entfernt erinnere ich mich mal, dass sowas aufgetaucht sein könnte. Hey. Achso, das sind Gentlemans gewesen. Ich dachte, die waren maskiert und wollen mich ausrauben. Solche Leute gibt es tatsächlich im Wilden Westen auch. Ich weiß, das ist unfassbar.
Es gibt schon ganz schöne Arschlöcher. Zähle mich persönlich jetzt mal nicht dazu. Irgendwie muss man ja Geld verdienen. Aber die anderen haben immer schlechte Intentionen. So sieht's aus. Ist noch ein Wagen. Stehen gerade viele Wagen rum. Sehr viel verlockende Angebote, die die Spielwelt da macht. Ich will erstmal sehen, was das hier bringt. Hey, Kojotenrevier. Da kommen wir doch gerade erst hier. Das heißt aber, es ist nicht mehr weit nach Emerald Ranch. Was uns eh ganz gut in die Karten spielt, weil wir haben so viel Gürtelschnallen aufgesammelt. Und ein ganzes Rudel Kojoten. Oder Füchse. Bisschen zu klein für Kojoten. Ist egal. So viele Gürtelschnallen, so wenig Dynamit. Können wir alles verkaufen und auffüllen nach Herzenslust. Das ist gut, dass wir nach zu Seamus gehen. Solange wir jetzt nicht überfallen werden von diesen komischen Wilden, die hier irgendwo Camp machen. Vorsichtig, das wird eng. Hat noch alles gepasst. Hat doch noch alles gepasst. Ich fahre einfach zu zimperlich. Arthur, du fährst wie eine alte Oma. Hab doch nichts gedrückt. Ah, Tastatur springt mal wieder. Es wird keinen Spaß machen, die Episode hier hochzuladen. Ich glaube, die Rohaufnahme für eine Stunde Red Dead Redemption mit meinem OBS liegt so bei 300 bis 400 GB. Eher 400, nachdem ich das ein bisschen angepasst habe, nochmal die Qualität. Boah. Aber gerendert hat es dann wahrscheinlich so 120. Also nicht ganz so extrem, aber trotzdem. Ja, beschwert sich irgendwann die Telekom. Nee, macht sie nicht, aber. Ich tu dem Router hier schon was an. You might be interested in this. There a war on I don't know about? How the hell you get it so beat up? And this is for you. Nee, das sind nur $10. See you again soon. $40, ist das ein fucking Ernst? Ja, gar nichts. Hätte ich ja was Vernünftiges für stehlen können. Oder zumindest einen anderen Karren. Na du Kletter, Philipp. Kletter halt rüber, ich will einkaufen. You're back. All right, take a look. Oh, you got something for me? Natürlich. Vorräte. Nimmst du irgendwelche Vorräte? Kentucky Bourbon. Zigaretten nimmst du nicht, schade. Wundertonikum, Schlangenöl. Das ist halt das gute Zeug. Kaffee. Taschenuhren. Now where did you get this, I wonder? Vom Boden aufgelesen. Come across a few of these myself. Das war Ausrüstung und das sind Wertgegenstände. Come into a stack of those, Smaragd huh? Für 50. Brauche ich das für irgendwas? Bestimmt nicht. Zum yep. Craften oder so. Bestimmt nicht. Okay, I'll take another. Diamantbrosche. Deine Schulden. Achso, die muss ich Herrn Strauß zurückbringen. So, haben wir noch irgendwas? Nö, natürlich nicht. Aber wir haben wieder Geld. Und gleich was kaufen. Dynamit, 8 Stück. Do not leave it near die Preise the damals waren echt günstig. Tomahawks. Bohnen. Also ich bin wieder oben drauf. Weiß nicht, Dosenerbsen. Pflanzenfresserköder, Raubtierköder. Ach, können wir auch auffüllen, was soll's. Inka-Maske. Ja, die Maskenbroschüre für Giftpfeile könnten wir uns noch kaufen. Nice. Pferdenahrung. Was ist denn für Pferdenahrung? Vergiftete Wurfmesser. Pferdearznei, Spezial-Pferde-Erwecker. Spezialarznei. Nee, brauche ich alles gerade nicht. I just hope nobody's missing this too much. Die Firma dankt. Glaube ich zumindest, dass ich danke. Yay, Rezept gelernt. Wunderbar. Und ein schöner Hund. Ein schöner Hund bist du.
Oh, will dich streicheln. Na gut, dann würde ich aber sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.